Tänzer. Dennis der Tänzer. I don't know, I think you did a pretty good job. Das ist ganz gut. Das ist ein echter Biermassier heute Morgen. Weil die Szene kennt ja wirklich jeder von Dirty Dancing. Babe steht mit der Wassermelone und Patrick Swayze, der tanzt da ja so gut ab. Und jetzt wollte ich mal fragen, ob das jemand vielleicht von euch mit mir machen könnte. Weil wir so viel Zeit hier verbringen und wir haben sehr viele tolle deutsche Fans und deswegen ist es auch ganz nett, wenn man ein paar Worte kann. Wenn man in einem anderen Land ist, empfiehlt sich das immer. Da kann man Kaffee bestellen oder ein belegtes Brötchen oder ein Bier. Das ist sehr wichtig. Vielleicht lädt euch ja auch mal unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel ein, weil ihr habt ja schon ganz viel Erfahrung gemacht mit den wichtigen Menschen in den Ländern. Ihr wart bei der Queen schon, oder? Wir performen das der Diamantjubiläum vor dem Verordnungsgesetz. Und das war eine ganz, ganz, ganz tolle Erfahrung. Den Tag werden wir nie vergessen. Es war eine riesige Ehre für die Queen zu performen. Und wir haben echt Glück gehabt. Und wir haben ganz, ganz tolle Auftritte hinter uns gebracht. Und das war wirklich ein ganz besonderer Tag für uns. Wir sind sehr stolz darauf. Und die Queen, die springt dann auch auf und tanzt ein bisschen mit. Wie kann man sich das vorstellen? Wir haben uns nachher mit Prinz William unterhalten und hat gesagt, die Oma hat dann ihre Ohrstöpsel rausgenommen. Und da haben wir gedacht, wenn sie das gemacht hat, dann hat ihr das bestimmt gut gefallen, was sie unter uns gemacht haben. Wir freuen uns. Das ist richtig, aber würde ich mal sagen. Ihr bleibt noch ein bisschen bei uns. Ihr singt dann gleich noch ein zweites Lied. Vielen Dank schon mal. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, auf jeden Fall. Your voice is so good. Bitte schön. Sie. Und wie immer starten wir mit der ersten Frage und da kommt sie auch schon, was macht die Sonne im Osten? A, duschen oder B, aufgehen? 01379, 3x40 ist unsere Nummer. Und wenn Sie zu Hause Fragen an The Overtones haben, dann schreiben Sie uns doch einfach an gmd@rtl.de, was Sie wissen möchten, wann Sie nochmal auf Tour gehen, ob Sie eine Freundin haben, ob Sie Kinder haben, alles das können Sie uns fragen. Sie sind weiterhin bei uns. Ich freue mich vor allem auf euren Auftritt. Bis gleich. Guten Morgen, Deutschland.